Ich glaube, dass es immer noch genügend Diplomaten im Auswärtigen Amt gibt, die die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn Frau Baerbock spricht, sich wegducken und sagen, hoffentlich sagt sie nicht wieder irgendwas, wo wir uns tagelang mit beschäftigen müssen, weil sie wieder 7 Leute beleidigt, die man hätte gar nicht hätte beleidigen müssen und dann, oder dass sie wieder irgendwas zurückgeben will, weil es im Kolonialismus geraubt wurde und dann gibt sie es zurück an Sklavenhalter oder so, ne? Und sich dann wundert und guckt und sagt, habe ich aber gut gemeint und so, und dann auch frei von jeglicher Kenntnis offenbar handelt. Ja, da ist niemand mehr, der sie berät. Das sind so Sachen, wo ich denke, oder feministische Außenpolitik, so allein solche doofen Schlagworte, einfach irgendwie die einfach mir sagen, dass hier etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Schon Heiko Maas war im Auswärtigen Amt eine Lachnummer. Westerwelle war auch nicht besonders der Hochintellektuelle, der in die Welt hinausfuhr.